10 Sekunden, ne? Jetzt geht's los! Ah. Hallo! Da hätten wir fast den Einsatz verschlafen, Wolf. Aber wirklich auch nur fast. Ganz knapp. Ob wir jemals bei Zapping auftauchen werden? Nein. Ich würde mich. Ich glaube nicht. Trant war mal bei Zapping. Ich weiß, Trant war mal bei Zapping. Und die Szene von Trant bei Zapping ist eigentlich auch nicht zu toppen. Das ist fantastisch. Aber jetzt gerade, wenn man noch so ganz schnell schlecht probiert, so zur Regie zu gucken, wann sind wir drauf und genau dann ist man drauf, ist natürlich doof. Hallo zu Inside PlayStation. Hallo, es ist wieder Mittwoch, 22 Uhr. Ihr habt ganz offensichtlich überhaupt nichts Besseres zu tun. Das heißt, ihr seid bei unserem Stream dabei. Wir freuen uns sehr und begrüßen euch zu 2 Stunden. Schauen wir mal, was passiert. Ja, schauen wir mal, ne? Man weiß es ja nie, was hier so los ist. Und es ist kein Witz, wenn wir sagen, wir wissen es auch nicht. Wirklich. Also wir haben so einen groben Fahrplan immer im Kopf, aber ob das dann exakt so umgesetzt wird, wie wir das niedergeschrieben haben vor 2 Tagen, lasst euch überraschen. Für uns ist es auch nicht anders. Es ist die Chaos-Crew, so ist das nun mal. Absolut. So, ganz vorneweg die aller wichtigste Info für euch. Wir sind natürlich auf der Gamescom in 2 Wochen. Ja, wir werden mit Fragen, Mails, Tweets und per Brieftaube bombardiert mit der Frage, was ist hier von wegen Gamescom? Können wir euch mal treffen? Seid ihr am Start? Wenn ja, wo und so weiter? Können wir direkt sagen, selbstverständlich sind wir auf der Gamescom. Als wenn wir uns das nehmen lassen. Entgehen lassen. Ja, absolut. Also wirklich, kommt vorbei. Natürlich, Halle 7. Genau, logischerweise im Umfeld von Sony. Sony hat seinen Stand in Halle 7 und da sind wir auch anzutreffen. Also wo die dicke Bühne ist mit der lauten Musik. Da kommt einfach vorbei, da ist die Chance nicht ganz schlecht, dass wir uns echt mal treffen. Genau. Und vielleicht lohnt sich das ja auch für euch. Ansonsten streamen wir nämlich auch live Mittwoch bis Sonntag, die meiste Zeit davon, von 16 bis 19 Uhr. Bei Sonntag wissen wir noch nicht genau. Da passiert etwas anderes, das kann ich jetzt schon mal sagen. Lass dich überraschen. Genau, das ist so die Main Time, also wirklich 3 Stunden jeden Tag. Ja, ganz genau. Das ist der Plan. Auch hier kann man wieder sagen, wir haben es zumindest geplant. Ob wir das alles so gewuppt kriegen. Also ja, was passiert, wissen wir nicht. Wissen wir nicht, genau. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Das ist ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein Geschleime, ich freue mich echt jedes Jahr auf die Gamescom. Ich freue mich auch. Ich finde das cool. Also in der Position wie jetzt im Rahmen von Inside PlayStation war ich noch nie auf der Gamescom. Aber ich finde das eigentlich immer ganz geil. Also dieser Trubel, weißt du, viel los, man trifft Leute, alle sind da, weil sie Bock auf Videospiele haben. Ich finde es auch gut. Nee, alles cool. Deswegen wirklich, komm vorbei, lass uns zusammen ein bisschen Spaß haben. Wir werden auf jeden Fall sehr viel Blödsinn machen. Wir werden viele Gäste da haben, wir werden neue Games anzocken. Mhm. Wir gucken uns den ganzen Kram mal an und laden euch herzlichst ein, dabei zu sein. So, das war's aber auch mit der Laberei. Wir zeigen euch jetzt, was wir denn heute für euch im Programm haben. Ganz und genau. Und zwar haben wir da mal wieder eine schöne Maus ausgepackt. Ja. Die wir vielleicht nicht sehen. Doch, die sehen wir auch. Da ist sie ja. Es geht los mit Journey und Hateful Boyfriend. 2 Spiele, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Ja. Mit denen fangen wir direkt mal zu Anfang an. Danach möchten wir ganz, ganz kurz abschweifen und über ein ganz anderes Themenfeld, nämlich die Comic-Con 2015 reden. Aus persönlichem Interesse, kann man so sagen. Dann gibt es eine kleine Pause, wie immer, und danach folgt direkt God of War 3 Remastered. Da müssen wir natürlich reingucken, ne? Ja, ey, ich als mega God of War Fan, du bist es ja eigentlich auch, wir sind 2 mega God of War Fans, haben wir uns das Ding geschnappt, natürlich gucken wir da mal rein. Genau, und ganz zum Schluss, wie immer, die Community Session. Dieses Mal Rocket League. Das wird sehr interessant, denn wir beide haben keine Ahnung von Fußball. Also von Fußball nicht. Auto geht bei mir ja geht gerade noch so. In Kombination ist das allerdings wirklich tödlich. Wir können verraten, wir haben vorhin mal ganz kurz reingespielt und wirklich, also zumindest für mich war das echt das erste Mal. Und ich spiele dieses Spiel ungefähr so gut wie, weiß nicht, meine Oma Hochsprung macht. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Also wer auch immer gegen mich antritt, hat wirklich sehr, sehr leichtes Spiel. Das ist wie ein Baby einen Lutscher zu klauen. Das ist nicht so schwer. Aber Hauptsache Spaß in den Backen. Genau. Was haben wir denn jetzt noch? Die Chat-Aufgabe natürlich wie immer am Start. Und zwar wollen wir dieses Mal von euch wissen, was macht denn eigentlich Godzilla so in seiner Freizeit? Malt uns ein Bild und erklärt dazu, was er gerade tut. Warum Godzilla? Naja, wir spielen es zwar heute nicht, es wird aber dazu einen Beitrag geben, das verspreche ich auf jeden Fall. Aber wir verlosen einen Key. Ja. Das wird nämlich der Preis sein für diese Chat-Aufgabe. Wenn ihr die adäquat erfüllt, könnt ihr unter dem Hashtag InsidePS abliefern und dann dafür einen Godzilla-Key bekommen. Ganz genau. Und wie immer gelten eigentlich fast gar keine Regeln. Nein. Also ein Überbegriff ist Godzilla privat, wie relaxed Godzilla, wie muss man sich das vorstellen. Und wie ihr das wiederum umsetzt, das liegt völlig bei euch. Wirklich. Ganz bei euch. Malt was, kritzelt was, macht Photoshop auf oder Paint. Ist wie fast immer eigentlich egal, die Idee zählt. Hauptsache, es ist was Nettes, Sympathisches. Es kann natürlich auch super, mega, awesome, geil aussehen. So wirklich postermäßig super.
dann habt ihr auch gute Chancen. Aber Hauptsache, ihr macht irgendwie was, bei dem wir denken, jo, da hat sich jemand Mühe und Gedanken gemacht, der verdient doch mal einen Key für Godzilla. Also ich meine jetzt mal ohne Scheiß, also Godzilla, du wirst uns ja, im Rahmen der nächsten Inside PlayStation-Sendung... Mein persönlicher Freund. Dein persönlicher Freund, du bist wirklich ein krasser Godzilla-Fan, das ist jetzt nicht gelogen. Die Frau ist völlig gaga. Und wir werden ja noch im Rahmen der nächsten Inside PlayStation-Sendung erfahren, wie das Spiel Godzilla denn tatsächlich so ist. Aber ihr könnt es auf jeden Fall jetzt schon mal gewinnen. Ich meine, so ein Spiel für lau, einfach, dass man ein lustiges Bild von Godzilla, weiß nicht, auf dem Klo gemalt hat oder pennt am Strand, ist ja, glaube ich, nicht ganz so verkehrt. Deswegen, kann man mal machen. Eben, lebt euch aus und schickt uns den ganzen Kram. Apropos schicken, was wir auch brauchen, haben wir gerade fast übergangen. Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Ich so, haben wir überhaupt nicht gesagt. Zu Rocket League. Wir wollen natürlich nicht nur euch zeigen, wie schlecht wir so für uns sind, spielerisch, sondern richtig lustig ist es ja, wenn wir das gegen euch zocken. Und dafür müsst ihr natürlich uns eine Freundschaftsanfrage schicken. Wenn ihr das nicht schon getan habt, ne? Der Nick ist ja inside-ps. Die meisten von euch werden das schon gemacht haben und uns schon hinzugefügt haben. Aber für die Neuen, die dazukommen, mal adden und gegen uns spielen. Wird supi. Ja. Ich glaub, für euch wird's toll, für uns eher so um Gottes Willen. Da nimmst du den Mund ein bisschen voll. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall echt eine Menge Spaß haben. Wir haben schon ordentlich gelacht. Ich glaube, das wird eine ganz lustige Geschichte. So, jetzt können wir eigentlich auch schon... Geht's jetzt los oder was? Ja, bis auf eine Sache. Wir haben natürlich immer noch unsere eigene Trophy-Challenge. Ja. Ich hoffe, da hat unsere fantastische Regie wieder mal was vorbereitet. Ich erkläre es ganz kurz gerne noch einmal. Ihr seht jetzt gleich eingeblendet mit Supertechnik. Eine Aufgabe, die wir beide in den nächsten 2 Stunden erfüllen müssen, ohne dass wir wissen, dass es diese Aufgabe gibt. Zu gewinnen gibt es wie immer unsere sehr imposante Trophy. So, das nur als kurze Erklärung. Wir gucken wie immer weg. Ihr seht es jetzt. Ich sehe gar nichts. Ich kann nichts sehen. Da haben wir technisch wirklich absolut alles rausgeholt, was nur Menschen möglich ist, um das geil einzublenden. Ich sag nur Hightech. Können wir wieder gucken? Nee, das ist ein längerer Text. Ach so. Ah, okay, das ist ein längerer Text. Verdammt, Trant. Ja, so ist das nun mal. Ne? Wir haben da überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Du, ich gucke mir auch gerne unsere Wand an. Hi, jetzt dürfen wir wieder. Hi. So, das ist die Aufgabe. Wie immer haben wir gar keine Ahnung, was uns erwartet. Nein. Am Ende kriegt einer von uns den Preis dafür. So, cool. Jetzt wollen wir fangen anfangen. Fangen wir jetzt an oder was? Oh Gott. Wir haben schon hier 10 Minuten. Fusselig geredet. Wir starten direkt rein in Journey. Niemand von uns hat es bisher gespielt. Ist das nicht toll? Wir werden eine tolle Erfahrung jetzt machen, Wolf. Ich denke doch, ja, ich weiß, jetzt schreiben wieder alle, oh Gott, wie kann man Journey nicht gespielt haben? Ich weiß natürlich oder ich ahne, dass es echt ein super Titel ist, aber ich bin einfach nie dazu gekommen, weißt du? Es gibt halt irgendwie, ja, es gibt immer so Spiele, die sind super und man hat sie da liegen oder auf der Platte, aber man ist nie dazu gekommen, die auch echt mal... Ich habe das auch zu Hause, ganz im Ernst. Ich habe diese Collection nämlich von Dead Game Company, wo die 3 Spiele von denen drin sind. Aber glaubst du, ich hätte mal Journey gespielt? So, nein. Das ist es nämlich, ne? Es gibt einfach zu viel. Ja, deswegen holen wir das jetzt nach. Ach ja. Wir fangen an mit einer Mats, die ganz kurz mal erklärt, was Journey eigentlich ist, falls ihr es gar nicht und wissen solltet. Und was Hateful Boyfriend da zu suchen hat. Das kommt danach. Bitteschön, viel Spaß. Gegensätzlicher könnten die beiden folgenden Titel echt nicht sein. Journey, das stimmungsvolle Online-Experiment von Dead Game Company, in dem ihr ohne Karte oder Anweisungen einen fernen Berg erreichen müsst gegen... Ja, Hateful Boyfriend. Ein, Achtung, Tauben-Dating-Simulator verpackt als japanische Visual Novel. Emotionale Indie-Perle trifft auf verrückten Japano-Scheiß. Los geht's! Im Chat geguckt, einer hat zum Beispiel geschrieben, ich kenne Journey gar nicht. Und dafür ist das ja irgendwie auch mal so ganz cool. Nett. Also noch weniger zu wissen als wir, ist ja ohnehin schon mal eine Leistung. Wir kannten Journey zumindest. Also wir wussten, dass es das gibt. Ja, deswegen lass uns doch einfach mal reinschauen. Das ist Journey. Na, sind wir denn jetzt auch schon drauf? Da haben wir es. Und Anne, man kann mit Bewegung des Controllers, wie man hier unschwer erkennen kann, die Richtung. Das machst du aber schön. Hier, toll, ne? Aber du hast die Demo schon mal gezockt, hast gesagt, ne? Ja, aber die geht echt nicht sehr, sehr lange. Also wirklich nicht. Und deswegen, ich habe auch schon wieder vergessen, was da sich zugetragen hat. Denn das war tatsächlich, als Journey zum ersten Mal rauskam, nämlich 2012. Ja. Ja, so, ich laufe hier und kann auch... Oh, ich kann hier Signale, das ist die Sprache. Ich kann mich so verständigen. Wenn ich auf jemanden treffen sollte, der auch zufällig gerade online ist, das ist nämlich das Ding von dem Spiel, da kommen dir einfach fremde Leute entgegen, aber du kannst nicht mit ihnen kommunizieren, du kannst es nur versuchen, mit diesen Lauten. Okay, ja, alles klar. Also wirklich alles, was ich von dem Spiel weiß, ist, dass man
auf einer Journey, auf einer Reise ist, an einen Ort, wahrscheinlich dieser leuchtende Berg da. Und das ist wirklich alles, was es, glaube ich, so an Story gibt. Ne? Also wenn ihr jetzt denkt, wie, ich raff gar nichts, hey, wer bin ich, wo bin ich? Ja, das wurde echt nicht erklärt. Also das Spiel beginnt wirklich, ihr seid diese Figur in der Robe, in der Wüste. Und so beginnt das Spiel. Man weiß wirklich nichts, man wird einfach reingeworfen. So, wir gehen jetzt los. So, jetzt wird, ey geil, kannst du da so runterslimen, oder was? Ja, klar. Okay, nicht schlecht. So, jetzt würde ich als... Sieht aus wie ein Friedhof hier. Es sieht wirklich aus wie ein Friedhof. Ich als Laie würde jetzt natürlich irgendwie erstmal in die Richtung von dem Leuchtsignal da gehen, ne? Ist ja logisch. Also wo geht man hin? Du bist so klug, Wolf. Ich weiß. Ich bewundere dich. Ja, ich probiere es immer so ein bisschen zu verdecken, weil es mir selbst unangenehm ist. Ja, ne? Das ist unangenehm. Ja, man so schlau ist wie du. Ja, man beschämt immer so Leute und dann trauen die sich nichts mehr zu sagen und so. Deswegen, aber manchmal bricht es halt doch aus mir raus. Kann ich auch springen? Nee, ne? Nee, springen kann man nicht. Aber muss ja irgendwie. Also so, und... Also wenn wir jetzt jemanden treffen würden, der gerade online ist, der springt von selbst. Dann könnten wir uns anhand dieser seltsamen... An dieses Ping hier. Genau, dieser versuchen Pings. Zumindest, uns zu sagen, was wir denn tun sollen. So, dieses Papier hier können wir aufsammeln. Jetzt macht er gerade von selber. Aha, ja. Okay, ja. So, ich werde bestimmt gleich verstehen, was uns das jetzt genau für einen Vorteil bringt. Hallo. So. Ah, ich raff's immer noch nicht. Halten. Ah. Wie so Kinder, weißt du, vor denen man so eine bunte Rassel hält. Oh. Aber ich glaube, das war's hier, ne? Jetzt müssen wir auch weitergehen. Ja, würde ich sagen, ne? Fertig. Nach dem, was ich gehört habe, ist genau dieses Element, dass man auf Leute trifft und mit denen aber nicht ganz normal kommunizieren kann. Ich hoffe, wir treffen auf Leute. Das wäre mega schade, wenn wir... Das wäre sehr schade. Genau. Ich glaube, das ist ja offenbar echt so das Kernelement und auch das, was die Leute an Journey am meisten funktioniert haben. Ich weiß zum Beispiel, Budi hat gesagt, nachdem er Journey gespielt hat, Budi ist ein großer Journey-Fan, an dieser Stelle grüße mal. Hallo. An die alte Schmierbacke. Und der war am Ende wirklich sehr, sehr ergriffen. Ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, dass er behauptet hätte, er hätte geweint. Aber es schwang im Subtext ein bisschen mit. Budi ist ja auch nun mal der emotionalste Mensch der Welt. So. Von daher, das ist sehr einfach für ihn, glaube ich, dass das ihn berührt. Ja, und gerade wenn es um Kommunikation und Freundschaft geht und was zusammen. Ja, das ist genau Budis Ding, ja. Von dieser verdammte liebenswerte Asiate. Wundert mich das gar nicht. Ja, ganz genau. So, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Aber selbst so raue, kernige Typen finden Journey am Ende doch ganz emotional und toll. Von daher. Ich sehe ganz, ganz schlecht, wie sich jemand aus der Regie so ganz demonstrativ vorbeugt und mich durchdringend anguckt. Als es würde ich erweicht halt jedermanns Herz irgendwie. Das wollte ich damit ausdrücken. Und ich kann mir vorstellen, auch meines. Ich glaube, wenn ich das mal wirklich mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe und ich nehme mir auch die Zeit und die Ruhe und spiele das mal ganz entspannt für mich durch, doch ich kann mir echt vorstellen, dass mir das gefällt. Ich habe ja wirklich so ein bisschen hier erkunden und so, aber irgendwie... Ich habe so eine Schwäche für diese leicht artsy-fartsy Games, weißt du? Also nicht alles und nicht jedes, da ist auch viel, viel Schrott dabei, aber... Ja, aber ich, nee, verstehe ich. Ne? Mag ich auch. Sag mal... So, Anne, jetzt lass uns an deinen Gedanken teilhaben. Was geht ab jetzt? Wo ja, sind wir unterwegs? Ja, das frage ich mich halt. Aber ich glaube, ich muss hier oben hin, weil unten drunter war nichts. Und jetzt gehe ich hier einfach mal hoch. Vielleicht weiß der Chat, was genau hier zu tun ist. Oder hat der Chat vielleicht irgendwelche Fragen? Ja, lieber Chat. Genau, du versuchst immer noch rauszufinden, wie man das alles hier zu einem schönen Abschluss bringen kann in den paar Minuten. Und ich gucke derweil bei euch in den Chat. Also wenn jetzt jemand schreibt... Da hinten ist auch... Ey, Anne, du musst da... Ja, da ist es doch. Da musst du doch hingehen. Ist doch logisch. Da leuchtet doch was. Ja, dann gehen wir jetzt hin. Tschüss. Anne, das hättest du auch einfacher machen können. Nee, ich brauche den Aussichtspunkt, weißt du? Zur Orientierung und so. Ja, ja, das verstehe ich. Aber letztendlich ist natürlich immer noch... das Ende der Reise ist ja da vermutlich dieser Berg, ne? Oh Gott, wird man am Ende sterben? Oh nee. Immer, weißt du, bei diesen ruhigen, melancholischen Spielen, wo es um tiefere Gefühle geht und wenn danach alle sagen so, oh, ich war total ergriffen. Oh Gott, ich bin umgeweht. Was ist denn jetzt los? Oh, da kann ich da nicht hin? Weil es mich hier so wegpustet. Dich haut's aber voll weg. Nein! Okay, vielleicht... Ey, so viel fühle ich mich jeden Morgen, wenn ich hier in Hamburg Fahrrad fahre, gegen Wind und Wetter. Oh, hier ist hier was? Oh ja, da. Sieht so aus, als wäre hier was. Ja, kann man das auch anpingen? Nee, irgendwie nicht. Ah, das scheint mir ein anderes Symbol zu sein. Vielleicht ja.
Du kriegst, muss ich ein anderes Symbol freischalten. Genau, ich wollte gerade sagen, du kriegst bestimmt im Laufe des Spiels noch mehrere Pings, mit denen man sich mit den Leuten verständigen kann. Jetzt guck doch mal, was sagt denn der? Was denn? Achso, ja, du hast es doch schon gefunden, du wusstest doch. Ein bewegtes Stillleben ist Journey, schreibt Metallerkopf. Da hat er wohl recht. Mhm. Obwohl, ein bewegtes Stillleben ist ja irgendwie auch, das ist so wie, es wirkt wie ein farbiger Schwarz-Weiß-Film. Ist ja in sich auch so ein bisschen quatschig jetzt, ne? Aber ich weiß, was ihr meint. Hier, Stiefgamer. Das war eine Tafel zu aktivieren. Ach so. Stiefgamer schreibt, du siehst gut aus, Anne. Oh, das ist immer lieb. Danke. Da kann man auch mal vielleicht Sarah danken. Sarah ist nämlich die unsere fantastische Maske, die immer dafür sorgt, dass Sarah so gut aussieht und ich nicht so ganz so schlimm wie in echt. Also wirklich mal so. Aber wirklich, Sarah legt sich da voll ins Zeug. Hier, ich habe jetzt was eingesammelt. Ich weiß aber nicht, ob uns das hilft. Ganz kurz hier, Wolf, einer schreibt, muss man es malen bei Godzilla oder darf man es auch mit Bilderbearbeitung machen? Du. Also, ich würde sagen, man kann es machen, aber da muss es auch schon sehr, sehr originell sein. Also einfach nur. Ja, mach doch. Ey, lass doch machen. Ja, klar, aber ich meine nur, einfach nur einen Godzilla nehmen und per Photoshop. Ich könnte auch eine Knete machen. Ja, klar. Im Prinzip schon. Ich meine nur, also einfach ein existierendes Bild nehmen und Godzilla, weiß ich nicht, eine Sonnenbrille aufsetzen, trifft so den Kern der Aufgabe, aber ist jetzt nicht, also kriegt jetzt keinen Originalitätspreis. Deswegen, also, ja, lebt euch aus, wie ihr wollt, aber das muss dann auch schon richtig Pfeffer im Hintern haben, ne? Ist klar. So, ich gehe jetzt hier hoch. Hier, auf den Turm, Anne, schreibt Ryo Kishisama. Freunde, wer? Ryo Kishisama, okay. Meinst du diesen Turm? Ich hoffe, du meinst diesen Turm. Denn, oh, kriegen wir jetzt ein neues Symbol? Hier passiert was? Ja, geil, da! Okay, halten. Oh, das ist aber schön. Ah, okay. So, nu, oh. Ich habe das Gefühl, dass das kein Spiel, wo jetzt ein krasser Endboss rauskommt. Nee. Sollen das diese japanischen diese Gebetsbänd, nee, diese Gebetsbändchen sein? Hier, ihr Japano-Fans. Wer hat dich gerade, Ryo, Kishu, Sima? Hier, die Japano-Fans unter euch, die können mir das auch bestimmt sagen. Ihr wisst doch, was ich meine. In Japan, die haben doch diese Gebetsbändchen, diese Röllchen, die man wo aufhängt. Und es gibt Glück oder auch nicht. Es gibt Glück oder nicht. Was weiß ich nicht? Das ist alles, was ich davon weiß. Und die Katze mit den... Nee, ist gar nicht. Doch, stimmt, es gibt noch die winkende Katze. Kennen wir aus den ganzen schlechten asiatischen Läden. Und diese dicke Figur, wo man die Augen bemalen muss. Ihr wisst, was ich meine, Japan-Fans. Die leuchten alle. Oh ja. Alter, was geht denn jetzt? Was geht denn jetzt? Ich hab sie alle angepinkt. Jetzt kriegst du Superkräfte. Oh, guck mal. Immer, wenn was passiert hier? Okay. Da ist ein großes Ding mit einer Robe an. Ping. Okay. Ja, gehe zu diesem Berg, sagen wir uns. Dann, man muss so eine Szene auch mal wirken lassen. Mhm. Ach, vielleicht kann man quasi erst ab jetzt Leute treffen. Wir können natürlich auch leider nicht garantieren, dass wir jetzt irgendjemanden entdecken in der Wüste. Ne? Wir haben ja auch nicht ewig Zeit, leider. Leider. Ja, aber immerhin haben wir das schon mal rausgefunden. wow! Deutschlands... Ich glaube, das ist nämlich sehr essentiell. Ich glaube, es ist nicht komplett unwichtig. Deutschlands geilste Gamer haben auch dieses Geheimnis geknackt. Ihr seid hier wirklich bei den Profis. Die Frage ist, habe ich jetzt hier noch was übersehen oder muss ich da jetzt direkt rein? Aber ich würde jetzt einfach mal... intuitiv. Ja, Helikanos. Ich glaube auch, dass du dringend Freunde brauchst. Das scheint mir auch so zu sein. Oh. Nö, hat er selber geschrieben. Er macht schlechte Witze und sagt dann, oh Gott, ich brauche Freunde. Ja. Sorry, ich wage es nicht zu widersprechen. Okay, wir gehen jetzt mal einfach hier lang. Das kann ja nicht verkehrt sein. Nee. Das ist ohnehin, glaube ich, ein Spiel, bei dem kann man jetzt nichts falsch machen. Ne? Man kann wahrscheinlich nicht sterben. Es gibt ja kein Zeitlimit. Es gibt ja auch keine Gegner offenbar. Deswegen. Aber man kann durchaus Dinge übersehen, wie das ja immer so ist, ne? Das kenne ich sehr, sehr gut, ja. Dinge übersehen kann ich auch gut. So. Wobei da ist jetzt wieder die Frage, ist Journey ein Spiel, wo Dinge optional sind? Oder muss man quasi wirklich alles einsammeln, um so progressiv ans Ende zu kommen?
Aber okay, ey, es sieht schon geil aus. Ohne Scheiß. Das ist da schon... unten jemand anders? Nee, das sind. Doch, aber irgendwas bewegt sich Bändchen. Da. Ach, das sind die Bändchen. Ich dachte für eine Sekunde, da fliegt wenigstens so ein Vogel rum, weißt du? Wie bei Shadow of the Colossus. Nix außer Echsen und Vögeln. Hallo. Das ist alles so friedlich. Ja, und jetzt mal wirklich, das ist doch irgendwie auch mal nett, oder? Ja, ja. Also, ich stehe total auf friedlich. Das ist super. Hier, guck mal. Das sind so Games wie Journey oh, oder... was geht? Oder Flower, weißt du, manchmal braucht man auch was zur Entspannung. Oh, jetzt bin ich leider abgestürzt. Was denn jetzt, was denn jetzt, was denn jetzt? Da öffnet sich was, oder? Ja. Irgendwo, oh. Hallo, komm zu mir. Ey. Ich habe es immer noch nicht verstanden, aber ich finde es faszinierend. Ich auch nicht. Pass auf, am Ende sind das irgendwie so böse Nanoroboter, weißt du, und du Idiot befreist sie so die ganze Zeit. Nein. Deswegen sieht alles aus wie nach einem Atomschlag, weißt du? Irgendjemand hat diese Nanoroboter freigelassen und die haben jetzt quasi die ganze Welt verödet. Alle Menschen gestorben und leben jetzt ganz allein als emotionslose, roboterhafte Herrscher über einen toten Planeten. Ich würde sagen... Und du bist der Letzte in deiner Art. So, das ist es nämlich. Das ist ein wenig weit hergeholt. Ja, vielleicht. Aber ja, mir gefällt vielleicht. Die Erklärung. Immerhin hast du Fantasie. Das ist schön. Ey, und ich meine, das ist besser als die Erklärung, als alles, was wir bei Lost zum Beispiel am Ende gemacht haben. Ja, das stimmt. Weißt du noch, als wir dachten, das Rauchmonster in Lost, Smokey, würde auch aus diesen Nanorobotern bestehen und so? Und hat das irgendjemand, wir dachten so viel. Ey, da hat das irgendjemand im Internet geschrieben. Und die Macher haben daraufhin gesagt, so, nee, das ist es nicht. Und ich wette, die haben sich gedacht, fuck, das hat jemand rausgefunden. Okay, das können wir jetzt nicht machen als Erklärung. Wir brauchen irgendwas anderes. Und dann am Ende war es halt irgendwie gar nicht so richtig. Das ist ja auch schon lange her. Ja, ich weiß. Aber der Schmerz sitzt immer noch tief. Wirklich, es sitzt immer noch tief, ja. Apropos Schmerz. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich habe hier Anne, die anderen Brücken befreien, schreibt schon wieder unser guter Freund Ryo Kishisama. Ach, unten meint ihr? Okay, ich hab's verstanden. Ich gehe jetzt nochmal runter und befreie die anderen Sachen für die anderen Brücken. Okay. Ey Mann, das ist aber auch wirklich ein schönes Spiel. Da, guck mal, stimmt da unten. Kannst du dich jetzt nicht volle Kanne fallen lassen? Lass mal los. Freunde, wenn ihr für euer eigenes Computerspiel noch jemanden braucht, der richtig geile Geräusche macht, ruft uns einfach an. Wirklich. So Sturzgeräusche oder das knallharte Aufschlagen eines Körpers, das machen wir. Oh Mann, da sind aber viele Brücken. Guck mal, da rechts, noch 500. Alter, was? Die muss man alle befreien? Ja, sicher. Das sieht aus, als würdest du auf so einem Segway durch den Sand rollen. Ich hätte sowas gedacht. Kommt her. Ihr müsst zum Hebel, schreibt der den Hebel zieht. Kairmi? So, Leute, was gebt ihr euch denn immer für Namen? Guck mal, da hinten leuchtet es auch. Vielleicht meint er das. Den Hebel. Ich surfe mal ein bisschen. Journey ist absolute Kunst, schreibt Wiensee. Ja, das scheint mir auch so zu sein. Ich glaube, darauf können wir uns mittlerweile dann auch echt mal einigen. Aber welcher Hebel? Guck mal, da leuchtet doch irgendwas. Da oben leuchtet nämlich auch was. Sag mal, ich dachte, das wäre hier das einfachste Spiel der Welt. Und jetzt kommt, du musst Brücken befreien. Hier, Anne, du musst zum Hebel. Welcher Hebel? Das ist mega deep alles. Ey, super. Hallo, komm her zu mir. Ich glaube, ich bin zu blöd für sowas. Ach, wenn du pinkst, lockst du die dann auch an, oder was? Oder musst du die wirklich berühren? Ja, aber nur, richtig? Wenn die in der Nähe sind. Ach so. Aber jetzt mal ohne Flachs. Da ist jemand anders. Da, geil. Oh, hallo. Nein, geh nicht weg. Oh. Ich möchte... Nein, lass uns zusammen verdursten in dieser Wüste. Wir wollen Freunde sein. Nein, bitte. Oh nein. Nein, der wartet auf dich. Da, guck. Du sollst hochkommen. Ja, ich komme. Oh nein, was geht? Er hat irgendwas ausgelöst. Na, er hat auch was freigeschaltet. Siehst du? Alter. Und das wären alles Brücken, oder was? Ping. Die hätten das Spiel nicht Journey, sondern Bridge Hallo. Nennen sollen. Da hätte ich eine bessere Idee davon gehabt. Bridge. The Game. Guck dir das an. Oh. Aber wir teilen uns quasi die Arbeit. Also das hätte ich jetzt auch noch machen müssen, wenn er nicht gekommen wäre. Das ist ja mega schön. Jetzt probier mal, den irgendwie anzupingen. Ja, hab ich schon. Er hat auch schon geantwortet. Ach echt? Wo war ich denn schon wieder mit meinen Gedanken? Wahrscheinlich im Chat, da gucke ich jetzt auch nochmal rein. Hallo. Ach so, Hebel ist ein Insider. Danke, Deadly Raz, für diese Aufklärung. Okay. Hier. The Hebel is a liar. Geh doch nicht weg, bitte geh doch nicht weg. Hier, Ryo Kishi, jetzt. Dachte ich kurz, du bist, weißt du, ein Kumpel hier, der uns gute Tipps gibt und dann ist das so ein ganz schlechtes Getrolle. Guck mal, er will gar nicht. Er läuft die ganze Zeit von mir weg. Aber ich bin doch lieb. Na, oder er zeigt dir, was du machen musst. Guck mal, der pinkt nämlich auch. Ja, ping, ping.
Aber er kann jetzt quasi auch ohne deine Hilfe aber sein eigenes Abenteuer jetzt weiterspielen. Ja, also der klar. muss nicht auf dich warten. Nö, okay. Das wäre geil. Oh, ihr seid jetzt füreinander gebunden für immer. No. Nee, ich dachte, es gibt vielleicht so eine Mechanik, dass du wirklich irgendwie Dinge zusammen machen musst. Hey, guck mal, der... Ja, guck mal. Er zeigt dir, was Phase ist. Er ist ein alter Profi. Vielleicht ist es einer... Seid ihr das? Ist es einer von euch, Leute? Das wäre ein krasser Zufall. Das wäre cool. Sag mal hier, ich kann ja unter den Rock gucken. Ja. So, aber was ist denn da los? Ein sehr freizügiges Spiel. Aber ehrlich, ich meine, klar, in der Wüste ist heiß und so, da freut man sich um jeden Luftzug, der einem so ein bisschen unten rum. Guck mal, die antworten! Oh. Ist das nicht schön? Keiner weiß, was wir sagen. Aber trotzdem. Ping. Okay, ein weiteres Mann, Rätsel. Das ist fantastisch. Man muss wahrscheinlich echt nur alles anpingen. Ja, guck. So, und was, jetzt geht eine andere Tür auf oder eine... Oh, jetzt setzen wir uns zusammen hin. Das ist so schön. Ja, erstmal Zigarettenpause, würde ich auch sagen. So, genug für heute, erstmal ein kleines Päuschen. Erstmal ein Bierchen am Lagerfeuer, also ja, ich schon wieder. Oder ess, oder... Ich glaube, Trant winkt schon wieder hysterisch mit den Armen. Ich glaube, wir müssen leider weitermachen. Das ist aber gar nicht so, so schlecht, denn wir sind ja jetzt quasi... bei der nächsten Zwischensequenz. Also wir haben ja bis jetzt alles richtig gemacht. Pass auf, das gucken wir uns mal eben an und dann müssen wir leider auch echt schon zum Ende kommen. So schön es auch ist. Ja, ich würde so gerne weiterspielen. Damn. Ja, man... Guck, das haben wir gerade gemacht. Die Teile und die Brücken oder so. Got it. Aber laut diesem Teppichgemälde... Ach, ein Zug fährt da auch. Aber man könnte denken, da rennen überall Leute rum. Guck mal, wie viele Gestalten hier eingemalt sind. Ja. Und wir haben aber erst da sind doch noch mehr, oder? Das werden wir, glaube ich, heute nicht mehr feststellen. Nee, leider. Aber schade, ich habe jetzt echt Bock, das weiterzuspielen. Ey, auf jeden Fall, wirklich. Fantastisch. Ich wusste vorher nicht so ganz genau, wie sich Journey so spielt und so, aber ja, doch, ich kann wirklich nachvollziehen, warum Leute total verliebt sind. Vor allem, dass Spiel du auch sind. Keine Kommunikationsmöglichkeiten eigentlich hast, außer dieses Ping. Und du weißt gar nicht, was der andere dir sagen will. So. Weißt du was, das ist brillant. Wenn das in allen Spielen so wäre, dann würde ich vielleicht auch öfter mal online zocken. So einfach, weißt du, Leute können dich nicht beleidigen. Die können nicht, also einfach nur mehr als ein Ping kriegen sie einfach nicht raus. Dann spiele ich auch gerne online mit euch. So, wir müssen das leider jetzt an dieser Stelle beenden. Das ist sehr schade. Oh. Und, Journey, Eindruck? Sehr schön. Ja, ne? Ich hab's ja zu Hause. Ich sollte es endlich reinwerfen und spielen. Ja, Anne. Ich frag dich morgen nochmal ab. Machen wir einen kleinen Test mal. Ja. So, das war also Journey. Wirklich sehr, sehr schön. Wir gehen jetzt aber in eine völlig andere Richtung. Ja. Wenn total. Das gerade Kunst war... Da weiß ich nicht, was das ist. Bin ich mir nicht ganz sicher, was jetzt kommt. Wir spielen nämlich... Sag es ruhig. Trau dich. Hatu for the Boyfriend. Oh, das ja. ist, ihr werdet das schon mal gehört haben, ein Tauben-Dating-Simulator. Oder? Ich glaube, das ist es. Ich weiß es auch nicht, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur mitbekommen, ey, das kommt jetzt für die PS4 raus. Ja. Als es für den PC, glaube ich, das erste Mal erschienen, sind alle ein bisschen ausgerastet. Und jetzt dachte ich mir, Mensch, da schauen wir doch jetzt auch mal rein, oder? Ist ja mega laut. Warum ist das denn hier so laut, hör mal? Können wir das bitte mal leise machen? Wer hat denn hier die Fernbedienung geklaut? Wo ist denn unsere Assistenz? Warum ist das Spiel denn jetzt so grotesk laut auf einmal? Keine Ahnung, ich beginne es auf jeden Fall schon mal. Ich würde auch sagen, wir beginnen es. Wir spielen es von Anfang an und es wird, glaube ich, sehr bescheuert. Bitte gib deinen Namen ein. Wie nennen wir uns? Du, ich würde den Namen einfach so lassen, wenn du jetzt aber... Nein, wir brauchen schon einen geilen Namen. Du könntest jetzt auch... Sowas wie... Ja? Na? Siehste? Peter Puter. So soll wir heißen. Peter Puter soll ich es sein. Ich hätte jetzt irgendwas Adliges genommen. Irgendwas Adliges? Major von... Oh, Major von ist natürlich auch nicht schlecht. Warte mal. Geht das? Major? Major von Ruck Ruck. Danke, Tran. Ich bin der Taubenmensch. Ja. Vielen Dank. Jetzt können wir uns auch wieder gegenseitig verstehen. Uns brüllt es gerade von rechts auf einmal so dermaßen ins Ohr. Das von... Nehme ich auch noch mit. Aber Major, im Deutschen schreibt man noch mit J, mein Kind. Ich schreibe es mit Major. Y. Jetzt ist aber Major. Major. Major von. Sehr gut. Gib deinen Familiennamen ein. Major von. Von was denn? Na, jetzt müsste es echt irgendwie sowas von Taube oder Puter. Echt. Puter ist gut. Major von Puter. Puter. So? Alright. Und damit hätten wir das Niveau für dieses Spiel dann auch schon ist mal. Ist Puter Major von. Japanische Reihenfolge, korrekt. Ja, sie. Jetzt heißt es ja ernsthaft Puter Major von? Okay, ja. Alles. Ey! Es ist deine Party, Anne. Es ist deine Party.
So, da steht es auch schon. Hatoful Boyfriend verfügt über ein leistungsstarkes Visualisierungsmodul, mit dem selbst die vogelhaftesten Vögel beim ersten Kennenlernen als normale Menschen erscheinen. Natürlich. Menschliche Porträts zeigen? Nein. Nein. Okay. Einstellung gespeichert. Wir wollen los geht's. Jede Figur echt als Vogel erleben. Hat das jemand von euch schon mal gespielt? Das wäre interessant zu wissen. Vielleicht gibt es da eine Warnung oder so? Soll ich mal was tippen? Ich glaube, unser guter Freund und Troll, professioneller Troll offenbar, Ryo Kiyo Mishima da im Chat von wegen Hebel, der hat es garantiert gespielt. Ich wette es. Du, wirklich, schreib mal bitte, du hast es gespielt. Und wenn ein kleines technisch versiertes Elflein uns den kleinen Monitor hier auch wieder anmacht, damit wir in den Chat gucken können, dann kann ich das auch sofort überprüfen, ob dieser User dieses Spiel echt gespielt hat. Okay, also. Wir beginnen in einer Schule. Wie das in Japan so ist, ne? Wir sind alle jung und Schüler. Geburt, Schule. Schule. So geht's einfach in Japan. So ab Tag 1 kommen gleich Pauken. Das ist eine lange Geschichte. Oh Gott, im Himmel. Alright, ja. So in Eile bin ich gar nicht gewohnt von dir. Ja, wer sagt das? Major von Ryuta. So, und das ist jetzt kein Grafikbug oder keine Mod, die wir uns raufgezogen haben. Nee. So, die handelnden Figuren in diesem Spiel sind offenbar Tauben. Hm. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Wirklich. So. Ryukishi Sama ist Gregor. Das ist doch voll gelogen, das stimmt doch nicht. Aber Gregor hat es bestimmt gespielt. Das möchte Gregor ich auch hat es auf jeden Fall gespielt. Da kannst du aber einen drauf lassen, ey. Gregor spielt alles ohne Ausnahme. Das kann ich bestätigen, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Wir hatten sehr viele Diskussionen bei Spielen. Da musste er einfach sagen, habe ich nicht gespielt. Das ist unser ältester Freund, Kawara Ryuta. Unsere Freundschaft begann, da war er kaum aus dem Ei geschlüpft. Ja, sicher. Er ist manchmal ein bisschen frech, aber sonst verantwortungsbewusst und nett. So wie du, Wolf. Ja. Okay. Aber ohne rotes Fleisch und Magen kann ich mich nicht entspannen. Und wieder, so wie ich. Ja. Leben als Jägerin und Sammlerin klingt schwierig. Bist du eine Frau? Naja, halt die Taube. Ich weiß doch auch ich nicht. Ich würde dir gerne mal Frühstück machen, weißt du? Ey, also da sag ich gerne. Hier wird schon hart geflirtet. Ja, ich merk schon. Oh, es klingelt schon. Und? Schnell, wir müssen zum Unterricht. Leute, hier im Chat, werdet ihr auch schon ein bisschen kribbelig? Hm? Chat, ich würde dir gerne mal... durch hier. Kann man eine Wachte? Metallerkopf, du meinst wo Wachtel? Eine Wachtel. Kann man eine Wachtel spielen? Ich weiß es doch nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, was das für ein Spiel ist. Wirklich, ich begreife es überhaupt nicht. Wir springen mal direkt jetzt in die Schule rein. Erstes Trimester. Die grandioseste Akademie der Tauben von Tauben und für Tauben. Und wo ist sie? Wahrscheinlich in Tauben bei Bischofsheim. Rothenburg ob der Tauber. Wir werden auch immer schlechter mit den Witzen. Ich hätte jetzt, von Mal zu Mal. Ich hätte jetzt so gerne, ich hätte echt so einen kleinen Affen. So einen kleinen Affen am Drumkit. Wirklich, so ganz klein. Den organisieren wir uns auch noch. Alte Gesichter, neue Gesichter, eine seltsame Spannung erfüllt mein Herz, als ich meinen Blick in die versammelte Vogelrunde schweifen lasse. Sag mal, ich dachte, man muss hier daten. Und daten ist ja wohl ein Ausdruck für... Daten. Hauruck, die Waschfrau mit Juppé. Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen, Frau Taube. Ich scheine dieses Jahr ihr Lehrer zu sein. Okay, die Taube ist offenbar betrunken. Mathematik und Physik. Taubenleben. Und sonst noch einiges. So einiges. Okay. Schnarch. Hier, Oddworld Crash schreibt, perfekte Parodie von diesen Anime-Dating-Games. Ja. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man diese Anime-Dating-Games noch nie gespielt hat. Man schläft mit offenen Augen. Weil ich frage mich... Funktioniert das genau, also 1:1 wie so ein Anime-Dating-Game, nur dass die handelnden Personen einfach Tauben sind? Oder greift das auch die Spielmechanik auf und veräppelt sich so ein bisschen? Weil wenn das quasi ein ganz normales Dating-Game ist, wo du halt nur die ganze Zeit auf Tauben guckst, dann weiß ich nicht, also ist es dann 3 Stunden später immer noch ein Lacher? Wir haben einen Austauschschüler. Stell dich doch kurz vor. Oh, ist der oh das ist aber schön. Wozu denn das? Ein eindrucksvoller Bürzel. Da stehe ich ja drauf bei Tauben. Ich sehe keine Veranlassung, zu gewöhnlichem Volk zu sprechen. Oh, jetzt geht's aber los. Oh. Glauben Sie ja nicht, ich sei hier, weil es mein Wunsch ist. Okay, also der eine will nicht da sein, der andere rafft nicht, warum er da ist. Das ist ja eine astreine Schule da. Deswegen sind Tauben auch so dumm. Weißt du? Die blöden Viecher. Hey, so hey, geht hey. Das aber nicht. Sie können hier nicht parken. Ich möchte mich aber nun mal nicht vorstellen. Was ist denn mit los mit ihm?
Aber wir dürfen hier nicht einfach die Regeln missachten lassen, Professor. Ja, okay, aber wann kann... Ich will jetzt mal jemanden daten, Mann. Los, wir wollen daten. Also echt mal. Ich meine, weißt du, wenn man sich darauf eingestellt hat zu daten, dann muss jetzt aber auch langsam mal gedatet werden. Ja, die kennen wir jetzt. Das sind die anscheinend die wichtigen Persönlichkeiten. Ich glaube, dieser kleine Vogel will mir sagen, dass es Ärger geben wird. Oh ja, Mann. Ich hoffe, es gibt mal irgendwas. Heute geht alles so schnell. Schon Mittag. Mensch. Wo sind denn alle? Und wenn ihr jetzt sagt, ihr spielt das gar nicht richtig, ihr müsst das alles aufmerksam lesen. Ja, wahrscheinlich schon, aber also, wir wollen jetzt auch mal langsam zur Daterei kommen. Ne? Da muss jetzt auch mal was gehen. Trauertauben sind in Japan eher selten, aber in Amerika scheint es sie überall zu geben. Nun. Wolltest du, sind wir das jetzt oder ist es... Nee. Aber wie sehen denn wir eigentlich aus? Ich hab's immer noch nicht gerafft. Ich meine, klar, wir sind offenbar auch eine Taube, aber ich würde uns gerne mal sehen. Hier Major von... Ja, wie heißt Major? Von dir bin ich nichts. Major von Puta? Ja. Aber das, was du dabei hast, interessiert mich. Das habe ich wirklich schon sehr oft gehört. Er schaut auf den Tisch, als wollte er sagen, jetzt beeil dich und gib sie endlich ab. Was denn, die Würmer? Oh, sorry. Die waren mir ein bisschen zu dick. Und ich habe sie nie ausgelesen. Ach so, es geht um Bücher. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Wirklich. Ich tue noch nicht mal so, als würde mich das auch. Ja, wir sind ja auch in der Bibliothek, ne? Wirklich, also... Ich will jetzt hier mal eine Entscheidung treffen. Ey, so sehe ich aber keine gelegten Eier. Da muss jetzt auch echt mal was passieren. Also wir lernen gerade die ganzen Schüler und Lehrer der Schule kennen. Das ist ja schön und gut. Aber ich möchte jetzt endlich hier anfangen, interessante Gespräche zu führen und Tauben zu treffen, die ich verführen kann. Ich würde jetzt gern ein wenig schnäbeln. Können wir da bitte noch hinkommen? Ein bisschen rumschnäbeln. Aber echt mal. Also jetzt bin ich schnäbelbereit, sag ich mal. Ja, ey, das ist doch ein Spiel. Ja. Das ist doch von der japanischen Taubenzüchtervereinigung, ist das doch irgendwie mit ganz viel Geldern subventioniert worden. Ja. Das ist so ein Spiel, das soll einfach nur Trivia... Aus der Oberstufe ist er. Trivia über Tauben wahrscheinlich einem vermitteln. Jeder hatte von ihm gehört, das ist so der Footballspieler unter den Tauben. Okay, ja. Ich muss sagen, da fand ich die Taube davor mit dem dicken Bürzel aber geiler. Ich kenne alle hier. Außerdem bist du der einzige Mensch. Ach so, wir sind ein Mensch und wir müssen die Tauben daten, oder was? Das wird ja immer bescheuert. Leute, sagt es uns. Sind wir ein Mensch und müssen Tauben daten? Ey, ich habe das gerade nicht verstanden. Ich dachte, wir sind auch eine Taube. Ja. Und ich muss sagen, das macht es, ich hätte es nicht gedacht, aber das macht es noch viel gruseliger. Ja, das macht das alles. Das hebt das Ganze nochmal auf so eine andere Stufe von awkward. Ich würde sagen, da... Ich bin ein echter Aristokrat. Waschecht mit Haut und Federn. Also wenn da irgendwann die Polizei an deinem Taubenschlag klingelt, dann würde ich mich aber auch nicht wundern. Irgendwann ist auch mal gut mit Ausleben und so. Der Vogel ist tatsächlich adelig. Da geht's viel. Genau, hier, Ryukishi-sama. Verdammt, das ist reiner Zufall. Immer wenn ich da hingucke, schreibt Ryukishi-sama. Wir kennen uns nicht. Das ist irgendwie kein privater Gag zwischen uns. Ich weiß auch nicht, mein Auge fällt immer auf ihn. Ja, ja, komm. Aber Wingman 1986 schreibt, das hat ein verdammt einsamer Mensch programmiert mit einer Schwäche für Tauben. Ja. Wenn sowas zusammenkommt, kommt sowas bei rum. Niemand ja, was, da. Was passiert denn jetzt hier? Jetzt bin Keine ich verwirrt. Antwort. Die Krankenstation ist leer. Sonderbar. Ob er schon heimgegangen ist? Macht mich etwas nervös, in diesem leeren Raum herumzuspielen. Ich weiß es auch nicht. Also wenn jetzt ein krasser Schockeffekt käme, so, weißt du? In Wald geht es darum, dass hier so ein untoter Taubenkiller... Das wäre mal geil. Ja. Weißt du? Du bist dabei, die ganzen geilen Taubenchicks abzuchecken und denkst dir, das wird hier ordentlich rumge... Oh Gott. Und dann geht's, in der Weite ist es so Scream mit Tauben. Was, das finde ich geil. Was für ein Brummer ist er denn? Doktor? Doktor? Ich kann Ihnen alles Mögliche verabreichen, wenn Sie möchten. Hm. Okay, ich spreche Schuh, du sprichst, wer auch immer wir sind. Nein, danke. Wie, das war's? Mann, ich habe mich jetzt voll in die Rolle. Dieser Rebhahn. Allein das Wort Rebhahn ist... Die Mamine Schuh, der Schularzt. Der Schularzt, okay. Ein recht unheimlicher Typ. Er hat offenbar auch schon den einen oder anderen Schüler gefressen. So wie er aussieht, auf jeden Fall. Ja. Schimmel. Oh, aber die Musik ist schön. Nussknacker. Der Nussknacker. Wirklich, wenn es jetzt eine Tanzszene gäbe oder so, wo man selber als Taube zum Nussknacker tanzen muss. Sie sehen nicht aus. Hier, du musst sie sprechen. Ach so. Sie sehen nicht aus, als hätten Sie einen guten Grund, hier zu sein. Brauchen Sie irgendwas? Ich habe gehört, Ryuta Kawara aus der 2 bis 3 sei hier. Der ist schon weg. Oh.
Das musst du dich jetzt fragen. Warum ist er mich nicht abholen gekommen, bevor er nach Hause ist? Hier, Jay, was heißt, lieber Jay Tuckshawn, was heißt denn hier die Musik, ey? Das ist der Nussknacker, das ist die Nussknacker-Suite. Der Vergleich zu Journey hinkt gewaltig. Ey, wir haben jetzt noch keine einzige Entscheidung getroffen und wir sind fast schon wieder am Ende. Wir müssen nämlich gleich weitermachen. Ja. Was ist denn das? Nee. Also, auch wenn die Regie jetzt wahrscheinlich in kalten Schweiß ausbricht, wir spielen jetzt bis zum ersten Punkt, an dem man irgendwas machen kann. Gurgu! Das ist doch kein Pudding für einen Mann. Weißt du, woran mich das erinnert? Will ich das wissen? Das ist doch kein Name für eine Katze. Katze! Orang-Utan Klaus! Gurgu! Ich nannte ihn einen Katzennamen. Ich nannte ihn Telefonmann. So, können wir das bitte alles skippen? Ohne ja, Scheiß. Ja, ich skippe das jetzt. Ich möchte mich entscheiden. Ganzen Tauben, das macht mich wahnsinnig. Ja, man muss auch in dem Spiel mal irgendwas machen können. Also wirklich. Wollt ihr mir, also sind das japanische Dating-Sims genau so? Es geht um Pudding. Oh Mann. Oh mein Gott. Bitte, liebe Leute, liebe Experten, schreibt mal im Chat, die ihr sowas gespielt habt, spielen sich so wirklich japanische Dating-Sims? Also und so endet mein Tag. Ist es eine Visual Novel oder was? Oh, wir wollen heute den Klassenrat wählen. Vielleicht dürfen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Sie können tun, was Sie möchten. Na gut. Brrr. RPG Heaven, nein, nicht skippen. Ja, lieber RPG Heaven. Zwinker, zwinker. Wenn wir 9 Stunden Zeit hätten, dann würden wir auch nicht skippen. Komm, Anne, skipp das jetzt. Wir müssen leider, es tut mir so leid. Hier, spül doch alles weiter mit Dreieck, da oben steht's auch. Ach so. Einfach durchspulen. Dreieck. Da! Oh, ich nein! Mach mit, machen wir mit beim Schülerrat. Leichtathletik-Team oder Bibliothekspersonal. So, Freunde, ich bin hier angetreten, um geile Tauben beim Sport zu sehen. Verdammt nochmal. In der Hoffnung, schön stilvoll danach eine mit in meinen Taubenschlag zu nehmen. Also nehmen wir das Leichtathletik-Team. Geil, also gut, dass wir da noch gespielt haben. Sonst hätte ich gar keinen Eindruck davon, was man in diesem Spiel so... Oh, guck mal, jetzt geht's ab. Wahlfachtag, was soll ich machen? Wir müssen das ganz schnell machen, Trant. Ich weiß, du tötest uns gleich, aber... Nee, nicht Mathe. Sport? Ja, okay, lass uns so einen Tauben. Wenn wir schon im Leichtathletik-Team sind, dann müssen wir auch Sport wählen. Ja. Aber es war trotzdem lustig. Vielleicht können wir eines Tages auch fliegen. Sah Elwood, lol, Wolf realisiert nicht, wer RPG Heaven ist. Doch, natürlich. Doch, natürlich wissen wir das, wer das ist. Mein Gott. Oder wer es vorgibt zu sein. Sagen wir es mal so. So, jetzt ist aber auch gut. Ich habe keine Lust mehr auf Hatteful Boyfriend. Ja, aber gerade wo es spannend wird, wir müssen auch schon wieder abbrechen. Deswegen, ich möchte mich emotional... Blöd. Möchte ich mich gar nicht da so sehr dran binden, muss ich sagen. Schade. Und ey, ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht können wir es ja bei einem anderen Stream nochmal weiterspielen. Bitte, Wolf. Warum? Du willst echt wissen, was ja, mit, ich will wissen, was da geht, ey. Mit Major von Pute. Tauben. Haben wir da einen kleinen Fetisch bei dir? Ne? Tauben, Junge. Ruck, ich bin der Taubenmensch. Zwinker, zwinker. Ja, das war auf jeden Fall Hatoful Boyfriend. Ich bin sehr froh, dass wir es gespielt haben, weil ich jetzt endlich mal weiß... Was das für eine Art von Spiel ist und weshalb alle so durchgedreht sind. Und ich muss sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Wirklich. Ja, bei uns ist ja auch noch nichts passiert. Das war ja erstmal alles nur blu. Ja. Aber da muss schon echt noch richtig was kommen. Aber gut, zumindest mal eine beknackte Idee und dafür bin ich ja immer zu haben. So, das war unser Doppelpack aus sehr, sehr künstlerisch hochwertigen Spielen, die einen auch längerfristig beschäftigen und zum Nachdenken anregen, nämlich Journey und Hatoful Boyfriend. So, wie geht's weiter, liebe Anne? Wir machen jetzt weiter mit einer kurzen News-Matz, damit ihr alle schön informiert den Abend beenden könnt später. Also, bitteschön. Willkommen zu den News der Woche. Wir können das alle nicht mehr hören, aber es gibt schon wieder Neues zu Shenmue 3. Die Kickstarter-Kampagne ist offiziell beendet und es wurden satte 6,3 Millionen Dollar gesammelt. Na, dann kann es ja endlich losgehen. Wer weiterhin spenden will, kann das bald über PayPal tun. Genaueres hat Team U aber noch nicht bekannt gegeben. Von Japano-Kitsch zu bekloppten Ziegen. Der Goat Simulator wird ab dem 11.8. für die PS3 und PS4 zur Verfügung stehen. Welch großer Spaß das ist, das brauche ich ja wohl nicht zu erklären. Ich meine, ihr könnt fliegen, Sachen sprengen, Chaos verbreiten und das sogar mit bis zu 4 Spielern im lokalen Koop. Geil. Jetzt wird's Retro, aber so richtig. Vor einigen Tagen wurde nämlich ein Cartoon-Intro für Crash Bandicoot auf YouTube hochgeladen. Kennt ihr noch, oder? PlayStation 1 Held, Shield leicht, kämpft gegen Dr. Cortex und sammelt haufenweise Äpfel und Masken. Jedenfalls wurde dieses nie benutzte Intro von Producer David Siller freigegeben und kann nun bewundert werden. Es wurde damals nicht in die Spiele integriert, weil Sony im Zuge des 3D-Booms keine zweidimensionalen Inhalte mehr haben wollte. Schade, gepasst hätte es durchaus.
Noch eine gute Nachricht erreicht uns aus dem Hause Konami. Demnach wird Metal Gear Solid 5 ungeschnitten in Deutschland erscheinen. Natürlich unter der Voraussetzung einer USK 18-Vergabe, aber hey, das war auch nicht anders zu erwarten. Anspielen könnt ihr den Titel übrigens auf der Gamescom in 2 Wochen. Nur so als kleiner Tipp. Und ihr glaubt es nicht, aber auch Dark Souls 3 wird auf der Gamescom 2015 anspielbar sein. Das hat Bandai Namco heute bekannt gegeben. Supi! Dann könnt ihr auch gleich das verbesserte Kampfsystem testen, das dank des Bloodborne-Einflusses schneller und dynamischer werden soll. So berichtet es die englische Videospielzeitschrift Edge, die Dark Souls 3 exklusiv anspielen durften. Schweinchen. Egal, auf der Gamescom sind wie gesagt wir alle am Zug, also nutzt die Chance, Freunde. Zum Schluss gibt's Neues aus dem Hause Ubisoft. Kürzlich wurde ein Video veröffentlicht, das neue Spielfunktionen und Feature in Assassin's Creed Syndicate vorstellt. Darunter das verbesserte Kampfsystem, mit dem ihr euch mehreren Gegnern gleichzeitig widmen könnt und Achtung, das Exekutieren von Pferden. Kein Scheiß, es ist ein eigener Punkt. Ich rieche einen #Aufschrei. Wir erinnern uns an die Walfangdebatte von Black Flag. Ob euch Syndicate begeistern kann, entscheidet ihr ab dem 23. Oktober selbst. So, Freunde, die absoluten Adleraugen, wenn ihr genau hinguckt, werdet ihr es vielleicht bemerken, es hat sich ein bisschen was verändert hier bei uns. Ihr seht, ich sitze allein auf diesem Sofa. Jetzt könnte man vielleicht überlegen, ob sich Anne durch dieses Taubenspiel so hat aus der Fassung bringen lassen, dass sie jetzt sofort nach Hause gerannt ist, um das privat weiter zu zocken. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Anne ist mal ganz kurz unpässig, die wird aber ganz sicher gleich wieder hier sein. Das ist ein bisschen ungünstig, weil unser nächster Punkt ist, ihr habt es ja am Anfang in der Startmatz gesehen, wir reden jetzt über die Comic-Con. Jetzt schreit ihr wahrscheinlich, Comic-Con hat ja mit Games und PlayStation nichts zu tun. Das ist richtig, kann man nichts gegen sagen, nicht gegen argumentieren, aber wir dachten uns, lass uns doch mal so ein bisschen den Horizont erweitern. Wir sind ja nun irgendwie alle Nerds und stehen sehr wahrscheinlich auf den recht ähnlichen Kram immer. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass, wenn Anne und ich die Comic-Con verfolgen und uns so ein bisschen über Trailer und sonstige Videos gefreut haben, dass das auch bei euch so ist. Deswegen haben wir Folgendes getan. Wir haben uns mal ein paar Themen rausgesucht und die jeweiligen Trailer dazu uns besorgt und werden jetzt gleich mal in aller Kneppe, weil wir einfach nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, werden wir aber über unsere Lieblingsthemen der Comic-Con reden. Und natürlich laden wir euch auch recht herzlich dazu ein Anne! Hallo, liebe Anne, da ist Anne schon wieder. Das musste kurz sein. Und hast du mehr über Tauben gelernt, als du vorher wusstest? Ja, ich habe in der Zeit, wo ich jetzt weg war, habe ich so einen Wälzer gelesen über Tauben. Nicht schlecht, dann können wir gleich mal ein kleines Trivia-Quiz machen. Genau, Anne, du verkabelst dich wieder. Ich habe die Leute schon informiert, dass wir jetzt kurz über die Comic-Con reden. Und, sehr gut. Da war ich gerade, natürlich seid ihr herzlich eingeladen, euch im Chat zu beteiligen, was die Themen auf der Comic-Con angeht. So, was sind die Sachen, die euch voll gekickt haben? Wo habt ihr euch mega gefreut oder wart auch vielleicht enttäuscht? Das werden wir jetzt alles in ein paar Minuten bereden. Lass uns gar nicht viel Zeit verlieren, wir hängen schon. Ich fange schon mal mit meinem Lieblingsthema an. Es geht um Sherlock natürlich. Sherlock, meine absolute Lieblingsserie von allen Serien, die es so zurzeit da draußen gibt. Vielleicht je gegeben hat. Echt? So weit geht das. Ich finde Sherlock einfach ziemlich geil und da wurde jetzt der erste Trailer von der BBC zu dem Winter-Special gezeigt. Das ja, oh Wunder, in einer viktorianischen Epoche spielt, natürlich, wo Sherlock eigentlich hingehört, ne? Ganz genau. Aber wie das so ist, das ist ja dieses dumme Stichwort zurzeit. Alles ist viktorianisch. Es muss viktorianisch sein, wirklich. Es ist ein Trend. Egal. Ja, ich bin ein bisschen ausgerastet, als ich den Trailer gesehen habe, muss ich sagen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich war zum Glück nicht dabei, sonst hätte ich wahrscheinlich immer noch so Trommelfellschmerzen. Das ist kein Witz, immer wenn es um Sherlock geht. Die Frau ist echt... Es ist grenzwertig. Es ist wirklich, wirklich grenzwertig. Du bist krasser Sherlock. Sherlock und Godzilla, so, das sind meine beiden Schwachpunkte. Ich sehe da ein Crossover. Ich sehe da auf jeden Fall ein Crossover. Da sehen wir jetzt auf jeden Fall, apropos sehen, da sehen wir jetzt den ersten Trailer zum Winter-Special von Sherlock. Genau, es ist natürlich auch alles, was so klischee-mäßig rein muss, drin. Es schneit, es gibt Kutschen. Sherlock hat den dämlichen Hut an und raucht Pfeife, weißt du? Martin Freeman hat diesen dummen Schnurrbart.
der wirklich echt bescheuert aussieht ich, an ihm. Ich finde aber das es geil. Ist einfach, es passt auch einfach. Man sieht es ja hier, wunderschön. Ja, ja, ich muss sagen, das ist, wir können jetzt leider nicht so in die Tiefe gehen, deswegen muss ich es ganz kurz nur anreißen, aber ich bin nicht so der krasse Sherlock-Fan. Ich habe das schon vermutet, muss ich sagen. Also ich finde, es ist super gespielt, sehr sympathisch, also auch die Herangehensweise finde ich geil, aber ich glaube, nach dem zweiten Fall der zweiten Staffel habe ich eine lange Pause gemacht und bis heute nicht weitergeguckt. Schade. Also mir fehlt so ein bisschen so der Drive dabei. Die dritte Staffel ist halt auch einfach der Killer, ey. Die ist richtig, richtig geil. Ich liebe ihn ja auch. Ich liebe Benedict Cumberbatch. Jeder liebt ihn, klar. Weil er halt so, der ist halt so anders. So, der spielt auch so ein bisschen anders als andere, finde ich. Der hat so seine eigene Art und Weise. Ey, absolut. Aber, ich sehe die Qualitäten, aber mir kommt es immer so vor, als wären es einfach schöne Krimi-Spielfilme, die man irgendwie mal so gucken kann. Aber jetzt nicht so das Gefühl, oh Gott, ich kann nicht erwarten, wie es weitergeht. Deswegen, so Sherlock ist, glaube ich, echt so mehr dein Baby. Ja, okay. Ja. Gehen wir doch weiter von Sherlock zum nächsten Knaller-Thema. Batman vs. Superman. Bum, bum, bum. Da gab es einen neuen Trailer zu sehen. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, was ich davon halten soll. Ich mochte ja Man of Steel auch nicht so wirklich. Mochte irgendjemand Man of Steel? Es gibt Leute, die es ziemlich gut fanden. Ich gehöre nicht dazu, du wahrscheinlich auch nicht. Ich fand den ziemlich nicht gut. Nicht gut. Ja, nee, leider überhaupt nicht. Naja, und wie das halt so ist, es ist ja tatsächlich in den Comics so, dass Batman irgendwann gegen Superman antritt. Und, ja. Naja, aber ist das Ding nicht geritzt? Also ich meine, Superman ist erstens ein Alien, zweitens kann der alles. Soll denn Batman machen? Ja, eben, eigentlich so der langweiligste Superheld der Welt. Ja. Und ich habe die Comics jetzt nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, was passiert. Aber es wird garantiert darauf hinauslaufen, dass natürlich Superman durch Kryptonit irgendwie so geschwächt wird, dass er auch nicht mehr Kraft hat als Batman, quasi nur normaler, starker Mensch ist und dann hauen die sich gegenseitig auf die Glocke. So. Also das wird ganz schlecht wieder so zusammengeschrieben, warum Superman nicht um die Welt fliegen kann und die mit einem Fingerschnipsen atomisieren kann. Also, ich erwarte mir wie auch nicht so viel. Ich muss aber sagen, ich habe nichts gegen Ben Affleck als genau, Batman. Das wollte ich gerade sagen. Was haltet ihr denn von Ben Affleck? Weil der wird ja ziemlich gedisst als Batman. Wo ich mir immer denke, warum direkt auf ihn drauf bashen? Ihr habt ihn ja noch gar nicht gesehen als Batman. Also zumindest vielleicht liefert er ab ohne Ende. Und alle denken, um Gottes Willen, das hätte ich nie gedacht, dass Ben Affleck das so hinkriegt. Keine Ahnung. Also ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass das, was mir am Film am besten gefällt, bizarrerweise wirklich Ben Affleck ist. Wo ich ein bisschen skeptisch war und ich weiß, jetzt gehe ich echt jetzt kommt's, Achtung, auf ein Minenfeld. Im Trailer kommt ja auch Wonder Woman kurz vor. Ja. Ich habe keine Ahnung, wer Wonder Woman ist. Also ich weiß, dass sie gibt. Ich kann dir nichts über Wonder Woman sagen, aber ich dachte mir, what the fuck, Wonder Woman? Ja. Wie kommt die denn da rein? Aber gut, das wird bestimmt irgendwie alles Sinn machen, wenn man sich vorher ordentlich mit dem Hammer aber, auf den Kopf hat. Aber Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Finde ich geil. Ja. Finde ich geil. Also, bin ich gespannt. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich bin sehr, sehr. Wir werden es sowieso gucken wollen. Ja, das stimmt. Ist ja wie immer, ne? Das stimmt. Man sagt immer, eigentlich habe ich da keine Lust. Ja, aber dann. Und am Ende. Hey, kommst du mit? Batman vs. Superman? Ja, okay. Okay. Naja. So, weiter geht's. Wir haben tatsächlich auch ein Spiel, worüber wir reden wollen, beziehungsweise ein Modus aus einem Spiel. Es geht um Black Ops 3 und dieses Zombie-Gelöt, was da möglich sein wird. Ganz genau. Da habe ich mich ein bisschen für eingesetzt. Ja, also, es ist auf seinen Mist gewachsen hier. Ja, ich meine wirklich, also wenn mich irgendwas so richtig kickt bei Black Ops 3, dann ist es das, was wir jetzt gerade sehen. Also jetzt mal ohne Flachs, so schönes, ordentliches Zombie-Geballer, so in den 40er Jahren mit diesem herrlichen, ironischen Retro-Charme. Wenn man als Jeff Goldblum Call of Duty spielt, der sich also quasi ein 40er Jahre, ich weiß gar nicht, welche Rolle er übernimmt, auf jeden Fall kämpft er gegen viele, viele Zombies, dann kann das ja nicht ganz schlecht sein. Nee, kann auch nicht und sein. Und ich muss auch sagen, schon deswegen gewinnt das Spiel ein bisschen bei mir jetzt schon, weil ich auch mega krasser Left 4 Dead Fan bin. Und Left 4 Dead 2 in der deutschen Version natürlich, sagen wir ganz klar dazu. Hm. Aber das ist ja nun auch schon ein paar Jahre her und so langsam brauche ich auch echt mal Nachschub. Und wenn Call of Duty mit diesem Modus so ein bisschen in die Richtung geht, ich bin dabei. Also ich weiß jetzt, bevor ihr alle schreibt, den Zombie-Modus gab es schon vorher. Ich weiß das alles. Ne? Wirklich, das habe ich echt gespielt. Wirklich, ich habe diese Fall im Zombie-Modi gespielt. Aber auf das Ding habe ich ganz besonders Bock. Also ja, doch, ich sehe uns da schon zusammen Zombies jagen, Anne. Fleisch, die der sagt auch, alles ist besser mit Zombies. Na, halte ich auch für eine gewagte These. Da wäre ich vorsichtig, weil Zombies sind ja mittlerweile, also die sind so durch, das geht ja eigentlich gar nicht mehr. Deswegen, also da muss jemand schon genau wissen, was er tut, damit es echt wieder richtig cool wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jungs bei dem Zombie-Modus hier, dass sie da echt abliefern. Also ich freue mich drauf, echt. Ich finde das lustig. Okay,
Cool. Dann haben wir als nächstes noch was, was dich sehr begeistern dürfte. Oh Gott. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das The Walking Dead Season 6. Ja, da sind wir immer noch beim Thema. Da bin ich raus. Da sind wir noch beim Thema Zombies. Ich glaube, ich brenne jetzt für The Walking Dead nicht so wahnsinnig wie du für Sherlock, was so Serien angeht. Also ich habe eine Menge Serien, die ich einfach besser fand und finde. Aber trotzdem muss ich sagen, ich bin irgendwie echt immer noch Fan. Ich habe die 5 Seasons davor gesehen und die schwanken so ein bisschen. Mhm. Die dritte war richtig furchtbar, dieser verdammte Governor. Wirklich, wenn mir der Nächste, der ankommt, mir erzählen will, dass der Governor in der Serie cool war, dann gibt es aber mal richtig Gesichtskirmes. Der war so richtig lahm. Wirklich, lügt euch nicht in die eigene Tasche. Es. Auf jeden Fall, wirklich, ich bin immer noch Walking Dead Fan. Und wer übrigens die 5. Staffel noch nicht gesehen hat, der wird jetzt gerade hart gespoilt von dem Trailer. Naja, ich meine, es ist die 6. Staffel. Also man kann davon ausgehen, dass man vielleicht Dinge sieht, die bis dahin passiert sind, wenn man nicht ganz auf Stand ist. Das ist halt, ne, so ist halt ein Trailer. Aber ja, wirklich. Also ich bin immer auf der Seite derjenigen, die so ein bisschen Walking Dead verteidigen gegen Kritik. So. Also ich mache das ja auch gerne über Sachen meckern. Und bei Walking Dead denke ich mal so, ja, aber es ist immer noch eine ganz gute Show. Ich finde die immer noch ganz cool. Okay. Ich kann damit absolut nichts anfangen. Ich habe ein paar Folgen mal reingeguckt und diese ganze Apokalypsen-Situation und es sind schon wieder Zombies und es ist eigentlich alles, also es ist schon so 100-mal durchgekaut, finde ich. Und deswegen, aber sorry. Noch, ja, aber noch nicht so in der Form, so als Serie, jetzt mittlerweile 6 Staffeln lang, das haben ja noch nicht so viele gemacht. Und ich muss sagen, also vielleicht liegt es auch noch an einem Typen, aber ich finde Rick Grimes immer noch cool. Ich weiß, jetzt lachen alle Rick Grimes, aber ich finde das immer noch einen richtig krassen Badass und ich sehe den einfach gern. Ich finde den geil, den Typen. So, I rest my case, nächstes Thema. Wir können gerne weitermachen. Die beste Überleitung der Welt. Wisst ihr, wen ich gerne sehe? Mich? Das auch? Jeden Tag? Ja. Jared Leto. Den sehe ich ziemlich gerne. Okay, und der spielt nämlich den Joker in Suicide Squad. Und bei Suicide Squad gab es so ein bisschen einen kleinen Skandal. Denn da wurde der Trailer, der nur auf dem Comic-Con-Panel gezeigt wurde, abgefilmt und ins Internet gestellt. Und Warner ist das Gehirn geplatzt. Die sind richtig ausgerastet und haben dann entschlossen, den Trailer dann von sich aus nochmal in guter Quali hochzuladen. Sehr gut, denn der Trailer ist absolut Bombe. Ey, weißt du, was ich glaube? Das ist eine ganz schlecht gefakte Story von Warner selber. Die haben, die haben selber das Fake-Video ins Netz gestellt, dann haben sie geschrien so, oh nein, das geht aber gar nicht, damit auch jeder schnell drauf klickt. Mm. Und dann sagen sie 2 Tage später, ja, okay, dann veröffentlichen wir. Das war doch von vornherein so geplant, Leute, erzählt mir doch nichts. Hier steht schon, Harley ist geil. Ich finde Harley Quinn auch super. Ich finde richtig, wie die da in diesem Käfig hängt, Alter. Mega gut. Ey, vor allem, wie heißt sie? Margot Kidder? Nein, nicht Margot Kidder. Wie ist sie aus der alten Superman-Film? Nein, wie heißt denn Margot Robbie, die Darstellerin? Ne? Und die ist schon... Also... Wenn wir jetzt alleine wären. Hallo! Aber die ist smoking hot, ey. Ja, Suicide Squad, ich freue mich auch drauf. Ich bin nicht so der ganz krasse Comic-Nerd, aber... Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Vor allem, erstens, der Joker hat da eigentlich nichts verloren. Zweitens, Will Smith spielt mit. Wo ich mir auch schon denke, so, wann hat der zuletzt einen guten Film gemacht? Hey, After Earth! Oh, natürlich! Wop, wop. Ja, das stimmt. Also da sind so ein paar Faktoren, wo ich so denke, ja, könnte schwierig werden. Aber an sich finde ich das Konzept halt dieser Comic-Reihe sehr interessant. Deswegen mal gucken. Weißt du, was ich befürchte bei Suicide Squad? Nein. Meine Befürchtung ist, dass es am Ende so sein wird, dass die beliebten Bösen, so Harley Quinn und Joker, dass die nicht wirklich die Bösen sind, damit wir die auch weiterhin cool finden, sondern dass von diesem Suicide Squad, dass sich die eine Hälfte der Bösen da quasi abspaltet und versucht, Harley Quinn und den Joker und die wir alle mögen, so zu überrumpeln. Du weißt ja, dass die richtig Bösen sind, damit wir immer noch die guten Bösen haben. Und das finde ich ein bisschen lahm. Also ich würde... Alter, harte Will Smith... Was ist das denn? Wie kommt das denn dahin? Entschuldigung. Das ist schon die ganze Zeit. Wer hat das denn dahin geschmissen? Wirklich? Ihr... Ja. Vor allem, mal ganz kurz, wisst ihr, was ich da gespielt habe? Da habe ich hier Rapala-Dings, Angel, das Angel-Ding. Das Angelspiel. Das habe ich gespielt. Sehr, sehr lustig war das. Oh mein Gott. Egal, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, ach komm, ist egal. So, das alles zu Suicide Squad. Die Verteidigungswelle ist groß gerade gegen Will Smith, was der für geile Filme gemacht hat. Ja, ich weiß, dass Will Smith da geile Filme Bad gemacht Boys hat. Da stand Bad Boys und Bad Streben Boys. Nach Glück. Ich finde die auch nicht geil. Sorry. Bad Boys. Ich mag Bad komm, Boys nicht. Ja, verprügelt komm. Mich. Ist nee, mir egal. Ich mag es einfach nicht. Nee, ich möchte das gleich drüber reden. Wenn jetzt jemand kommt mit Bad Boys, dann direkt weiter zum nächsten Thema. So, nächstes Thema. Was ist das nächste Thema? Das nächste und letzte Thema ist das größte Thema des Jahres. Ich will da nicht untertreiben. Das ist Star Wars.
Ja. Da gab es wieder einiges zu sehen auf der Comic-Con und vor allem diesen mega geilen Trailer aus Behind-the-Scenes-Footage. Finde ich total geil und ich finde es auch sehr, sehr sympathisch. Es ist so geil, wie J.J. Abrams am ersten Drehtag da steht und sagt, Alter, ich kann es nicht glauben, wir stehen hier und machen Star Wars 7. Wie geil ist das denn? Ey, so hätte ich meine Ansprache auch angefangen, Alter. Wir machen hier Star Wars 7, was geht? Weißt du, was ich jetzt gerade im Kopf habe? George Lucas vor 15 Jahren, der exakt dasselbe zu Episode 1 macht. Alter, ist das nicht geil, wir machen hier Episode 1. Und alle das ist das Beste auf der Welt. Ja. So, und wir wissen alle, wie das geendet hat. Nein, aber wirklich, ich bin bereit, eine Wette einzugehen, dass der gut wird. Ich weiß nicht warum, ja, ich bin wirklich nicht so der krasse Star Wars Fan und ich, für mich sind die neuen Star Wars Filme, Episode 1, 2, 3, sind der Teufel, wirklich. Ich hasse diese Filme so abgrundtief. Okay, keine schlechten Vibes, bitte. Nee, und vor allem auch immer schön objektiv bleiben, aber die sind der Antichrist in Persona. Auf jeden Fall, ich glaube wirklich, dass der neue, ich habe da ein gutes Gefühl. Ich glaube, das sind die richtigen Leute, die die richtige Herangehensweise haben. Vor allem, wenn man sieht, also in diesem Trailer sieht man ja auch, wie die arbeiten. Ne? Also die haben ja wirklich echte Props noch, so wenig CGI wie möglich und versuchen halt mit echten Kulissen, echten Props zu arbeiten. Und das finde ich allein schon mega geil. Das wirklich, also ich habe da Lust auf den Film, weil ich mich auf dieses Gefühl freue, mich zurückzulehnen und einen geilen, effektgeladenen Blockbuster zu sehen und trotzdem zu wissen und zu merken, da sind Leute mit Herzblut. Die, richtige Tricks, weißt du, richtige Kameraarbeit, nicht alles nur CGI, wenn es geht. Also ich glaube, das wird vielleicht jetzt nicht so eine Revolution, wie Star Wars damals war, das wird's, kein Film wird es wieder schaffen. Wir werden nie wieder 1977 haben, als der erste Star Wars ins Kino kam. Ja. Aber also für mich persönlich, wenn sie es schaffen, so etwas Ähnliches wie bei Star Trek, so, weißt du, wo ich so rauskomme und denke, ey, ich bin jetzt nicht mega Fan der Reihe. Star Trek-Filme. Gut gemacht, so. Mehr brauche ich nicht. Das sind gute Kinofilme. Ich reue das Geld nicht für diese Kinokarte. Da bin ich schon happy. Und ich glaube, das wird bei Star Wars passieren. Olacek hat eben geschrieben, du hast keine Ahnung, Wolf. Ja, na gut. Also, das steht aber wirklich nur überall im Internet. Ich glaube, das war auf Episode 1 bis 3 bezogen. So, und wenn Olacek Episode 1 bis 3 verteidigt, dann weiß ich schon, mit wem ich niemals ein Bier trinken gehe. Ja, entschuldige mal, wir prügeln uns auch dann nicht auf der Gamescom? Na gut, aber nur wenn er es ausgibt. Dann musst du es aber auch ausgeben. Wer Episode 1 bis 3 verteidigt, muss mir aber dann auch das Bier spenden, wenn wir drauf anstoßen. Ihr habt's gehört, Leute. Wenn ihr Wolf trefft auf der Gamescom, alle Bier ausgeben für Episode 1 bis 3. Du alle. Verdrehst mir die Worte im Munde. Das ging jetzt eigentlich nur um Olacek. Egal, alle. Ja, beschmeiß mich ruhig mit Bierflaschen, ist mir wurscht. Apropos beschmeißen, wir beschmeißen uns jetzt gegenseitig mit Komplimenten in der Werbung, beziehungsweise in der Pause. Okay. Wir müssen nämlich kurz Pause machen, so steht es im Programm. Und danach geht's direkt weiter mit God of War 3. Denn wir haben schon nach 11. Ja, ich weiß. God of War 3. Und noch ganz kurz, nicht vergessen, wir spielen auch Rocket League. Und wir brauchen immer noch eure Mithilfe. Das heißt, schickt uns eine Freundschaftsanfrage an inside-ps. Genau. In der Hoffnung, dass wir dann später zusammen ein bisschen zusammen dieses Spiel spielen. Cool. So, wir machen jetzt 5 Minütchen Pause, ihr macht es auch, wir gehen aber nicht weg und ihr bitte auch nicht. Bis gleich. Das war sehr laut.